Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Franbo. Ich bin Little Confused Brain oder einfach Mechanik und freue mich recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht zu viel vorweg palabern, aber ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel. Das hier wird der finale Part von Franbo sein. Gehen wir es an. Wir haben das letzte Mal hier Mabuka die Uhr an den Kopf gehalten und werden jetzt hier die Leiter runtergehen. Und sind... Was? Wir haben eine Wartenummer. Okay. Ziehen wir eine Nummer. Hoffentlich eine gute. Sie hören zu, sie sehen und sie berühren. Irgendwie fühle ich mich, als wäre ich zurück in Oswald-Anstalt. Aber das kann nicht sein. Oder doch? Das ist eine gute Frage. Besteht aus Babygesichtern. Der Bärtjunge hat so etwas erwähnt. Ich glaube, das ist der Entführer. Kenne ich dich von irgendwoher? Du hast mir etwas geklaut, oder? Du kleiner Dieb. Wo ist meine Stricknadel? Hm? Hast du deine kleinen Freunde damit erstochen? Was? Stricknadel? Sind sie die tote Schwester, die ich in der Oswald-Anstalt gesehen habe? Sehe ich etwa tot aus, hm? Du kleines Biest. Zieh eine Nummer, ja? Und warte im Wartezimmer, bis du dran bist. Aber Schwester, ich brauche keine medizinische Hilfe. Ich will nur mein Kätzchen finden. Zieh eine Nummer und warte. Ich sag es nicht nochmal. Okay, dann. Dass das Wartezimmer dann denkt... What the fuck, Mann? Ich frag mich, wie lange ich noch warten muss. Stunden? Vielleicht Tage? Ich warte schon seit einer Woche. Wie lange warten die anderen? Ich warte seit einem Monat. Aber ich habe Nummer 2, also bin ich bestimmt bald dran. Ich warte seit 3,5 Wochen. Vollkommen hoffnungslos. Entschuldigen Sie bitte, aber gibt es eine Möglichkeit, das hier zu beschleunigen? Ja, selbst ein Doktor werden. Das ginge schneller. Und wenn du das tust, kannst du uns allen helfen. Warum werdet ihr ja nicht selbst ein Doktor? Ich kann nicht. Ich fühle mich sehr krank. Ich kann nicht. Mein Ehrauge ist blind. Weil er RGB-Augen hat. Ich habe dieses kaputte Horn, siehst du? Ich kann kein Doktor sein, ich muss Patient sein. Ich kann es auch nicht, ich habe die Fähigkeit, mich selbst im Spiegel zu ängstigen verloren. Naja, ich bin gar nicht krank, bitte lasst mich vor, okay? Ich kann nicht, ich weiß nicht mal, welche Krankheit ich habe, darum bin ich hier. Aber wie kannst du das nicht wissen? Tut es irgendwo weh? Das ist eine harte Frage, mach sie weicher. Wie soll ich eine Frage weicher machen? Das ist sehr seltsam. Hey, hast du mal versucht, deine Augen rauszureißen? Das hilft manchmal. Genug, mit euch kann man sich nicht richtig unterhalten. Natürlich kannst du dich nicht richtig unterhalten. Du bist nicht diejenige, die alles sieht. Du kennst uns nur ein paar Minuten. Das ist sehr kurz, um alles zu verstehen. Das ist wahr, aber es wäre schön, etwas gesunden Menschenverstand zu nutzen. Warum? Warum ist gesunder Menschenverstand besser als ungesunder? Nun, es hilft einander besser zu verstehen. Wir verstehen uns jedenfalls alle gut mit unserem ungesunden Menschenverstand. Ja, das tun wir wirklich. Wir respektieren die Unterschiede. Was ist das hier gerade für ein Treffen? Aber wer ist derjenige, der alles sieht? Meint ihr Mabuka? Nein, Mabuka weiß alles. Das ist nicht das gleiche, wie alles zu sehen. Jetzt lass mich warten, weil Reden die Wartezeit nicht verkürzt. Ah, okay. Danke für nichts. Gut, mit denen möchte ich eigentlich ungern irgendwann nochmal reden. Das muss die Anzeige für die Zahlen sein. Ich habe Nummer 7. Es wird ewig dauern, bis ich dran bin. Ich brauche eine bessere Nummer. Die Nummer 2. Mein Ehrauge ist kaputt. Das große Auge hat mir gesagt... Oh. Das große Auge hat es mir gesagt, weil sie alles sieht. Okay. Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nicht wirklich, nein. Kein Interesse. Am Anfang hat Warten noch Spaß gemacht. Jetzt ist es langweilig. Warten. Ich glaube, mein Horn wächst nicht wieder nach. Darum werde ich bald sehr wütend sein. Ist das Lucifer oder was? Siehst du die Anzeige? Ich habe Nummer 2. Ich bin fast dran. Dann wollen wir vielleicht mit ihm tauschen? Na gut, dann will er... Könnten wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann dein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Moment. Ihr erinnert euch, das Auge sieht alles. Wir haben da oben mal ein Auge gefunden, dieses Okular. Wenn das alles sieht, müsste das doch uns auch eigentlich helfen können, oder? Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit der Ticket Nummer 2 leidet? Er wartet im Wartezimmer. Schauen wir mal. Ah, ich sehe ihn. Aber so wie ich das sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow, kann man ihm irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viele Tränen weinst, dass du diese Flasche füllst, geht es. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen von echtem Leid verursacht werden.
Es wird kein Problem sein. Mein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn mein Kätzchen und ich nach Hause kamen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt. Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuka sagte, dass ich für etwas ausgewählt wurde. Aber sie ist wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche meine Katze und die Umarmung von Mr. Midnight sind mein größter Trost. Ich will ihn nur finden, damit wir nach Itherstar gehen und glücklich sein können. Oh, das war, glaube ich, leid. Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das dein Ticket hat. Geh jetzt, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt, tschüss. Oh, das war irgendwie ganz schön traurig, dass wir weinen mussten, um das Ticket zu bekommen. Ich mag das nicht, wenn die kleine Fran traurig ist. Aber wir können ihm jetzt schon mal helfen. Das ist nice, dann haben wir das Ticket. Hier, trink das, dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Haha, wie süß. Schauen wir mal. Schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Okay, okay, bitteschön. Nice. Und danke, deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. What the actual shit? Oh, Nummer 2. Nice. Sind wir ja schnell drangekommen. Hallo Patient Nummer 2, wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Nun, nicht wirklich. Sie haben gesagt, ich solle eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank, ich habe mein Kätzchen verloren und will ihn wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen? Keine Sorge, das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück gehabt, viele verlieren stattdessen den Verstand. Ha, Glück. Wie bekomme ich denn einen Termin? Ach, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Warum? Warum muss ich sie anrufen? Warum können sie nicht jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern, denn jetzt gerade warte ich auf deinen Anruf. Na gut, ich rufe sie dann mal an. Okay, then. Wir wissen wenigstens, wo ein Telefon steht. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Muss ich mir jetzt die Nummer merken oder können wir die irgendwie damit benutzen? So, ah, gut. 01221217276. Oh, hallo, ja. Sie sagten, ich sollte anrufen, um einen Termin zu machen. Hm, Franbo hier. Hm, ich habe jetzt Zeit. Nein, nein, nein. Ich habe Augen, wirklich. Okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut, gut. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ohne Witz. Ärzte in a nutshell. Wenn man keinen Termin beim Arzt hat, wartet man entweder, wie die da vorne, 3,5 Wochen oder man muss vorher anrufen und kommt instant dran. Ärzte sind so komisch. Hallo Patient Nummer 2, haben Sie einen Termin? Ja, Franbo ist mein Name und der Termin ist jetzt. Ich schaue mal ins Archiv. Ja, das sind Sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Okay, danke. Oh Gott! Tut mir leid, habe ich Sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Ja, ja, ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, glaube ich. Wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ist mir eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Okay, then. Oh, Remor. Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden? Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remor, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remor, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du von... hast du Dr. Dern angetan? Ich genieße es sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht, nicht mehr. Du trägst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum du meine Eltern getötet hast. Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe? Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. What? Oh, shit me! Oh, what? Nein, das kann nicht sein. Hör auf. Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör bitte auf.
Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Das kann nicht richtig sein. Ich habe meine Eltern nicht umgebracht. Habe ich nicht. Das Monster will mich reinlegen, das weiß ich. Jeder hier ist verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Das musst du, und zwar schnell. Da vorne geht's zum Doktor. Dr. Dern! Und das Kätzchen! Kätzchen, mein Liebling, ich bin für dich da. Geht es dir gut? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnurr. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Ich bringe dich nach Hiterster, mein Liebling. Palantras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweien, das verspreche ich. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Dr. Dern? Geht es Ihnen gut? Aufwachen, bitte, Dr. Dern. Wachen Sie auf. Wie kann ich ihn nur aufwecken? Eine Spritze mit einer roten Flüssigkeit. Ja, damit würden wir ihn, denke ich, mal umbringen. Vielleicht weckt es ihn das auf. Ich hoffe, das weckt ihn auf. Ah, verdammt, wer war's? Was war das? Keine Sorge, Dr. Dern, ich bin es, Fran. Ah, was? Ich sehe nicht so gut. Franbau aus der Oswald-Anstalt. Wir waren auf dem Friedhof, erinnern Sie sich? Fran, was ist geschehen? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche Ihnen zu helfen. Das große Monster brachte sie her. Wir müssen los. Komm schon, Fran, Monster. Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. What? What? Ah, was macht sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Das habe ich getan. Ich habe doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für sie loswerden? Mich loswerden, Tante Grace? Warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? Wie in Oswald-Anstalt? Ja, Fran. Der gleiche alte Mann. Aber woher kennen Sie meine Mutter und meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. Lucia und Grace waren Teil meiner Studie. Sie halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel, hä? Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat ganze Arbeit geleistet. Seine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich? Sagen Sie es mir. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zu Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte, tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen und ich finden einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir sehr leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, wir gehen. Das wirkt nicht, als ob wirkt falsch. Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Geht es ihnen gut? Gott, er redet nicht mehr. Nein! Was hast du mit der Katze vor? Fran, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles gut werden? Natürlich, aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein! 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 Nicht Mr. Midnight! Komm schon, Fran, hör auf zu weinen, die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund, du hast meinen besten Freund getötet. Du hast doch mitgeholfen, meine Eltern zu töten, oder? Oder? Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Oh, Fran, Hilfe! Hilfe! Bitte, Hilfe! Kommt Remo jetzt wirklich durch uns durch?
Wag es ja nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster. Was? Oh mein Gott, sie ist total verrückt. Bring sie zu mir. Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren. Fran, geht es dir gut? Was haben sie mit ihr gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Dern. Fran war krank. Aber sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe seit vielen Jahren auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts aufhalten. Ja! Ja! Oh, Fran, alles wird gut werden. Wer sind sie? Ich bin Edward, der, über den viele Kinder reden. Aber sie sind kein Mensch. Ektobro, Ektobrote, Palantras, Monarch heißt. Palantras! Goska, Edward, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, bleiben Sie von dem Mädchen weg. Lassen Sie sie in Ruhe. Mr. Midnight! Oh mein Gott! Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's. Oh, Mutter Mabuka, du hast die Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf Fran und du wirst zum Licht gehen können. Was ist passiert, Edward? Palantras, mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie? Kätzchen, du lebst! Ich habe dich so vermisst, bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? Okay. Dr. Dern, schauen Sie, das sind Edward und Palantras. Ich habe ihnen von ihnen erzählt, ich habe ihnen gesagt, sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mabuka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er mitkommen? Bitte, er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass das all ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von alledem ist passiert. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Verstehe. Naja, das ist wohl okay, solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche. Du wirst eins mit allen werden. Deine Eltern werden sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Oh, danke, Palantras. No, wie süß. Schicken wir Dr. Dern nach Hause. Marcel Dern, Oanum. Auf Wiedersehen, Dr. Dern. Gehen wir, Fran. Es gibt so viel, das du sehen und lernen musst. Das klingt nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Ah, warum lag da jetzt noch eine Spritze? Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Wow! Sieht das cool aus! Oh mein Gott, der hat wieder seine Maschine und Palantras fliegt! Ist das cool! Ist das cool? Oh mein Gott! Ist das süß? The End! Oh mein Gott, war das krass! Alter, dieses Spiel! Was ein gutes Ende! Wow! Ich krieg zu viel! Das war der Wahnsinn! Meine Damen und Herren, das Spiel war für mich ein inneres Blumenpflücken. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Big Shoutout to Kill Monday Games. It was a beautiful game. Ich denke, die Entwickler werden dieses Video niemals sehen. Ihr könnt es gerne auf Twitter posten. @KillMonday heißen die, glaube ich, oder Kill Monday Games. Vielleicht sehen sie das dann ja. Und English Proofreading. Wenn das jetzt ein extra Easter Egg ist, dann liebe ich die Entwickler. Guckt auf das Wort, der English Proof, da ist extra das Englisch falsch geschrieben. Es ist der Wahnsinn. Guck mal, es hat sogar irgendein Let's Player das in Deutsch übersetzt. Rainbird LP anscheinend. Hat leider mal manchmal ein paar Rechtschreibfehler gehabt, aber egal.
Meine Damen und Herren, es war ein unfassbares Spiel. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare, wie ihr das Ende findet. Und was ihr von dem Spiel gedacht habt. Was auch immer. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr viel bedeuten, von euch eure Meinung dazu lesen. Lasst unbedingt... Ich kann gar nicht mehr reden. Lasst unbedingt ein Däumchen nach oben da, wenn es euch auch gefallen hat. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, eure Kommentare immer zu lesen und die ganze Resonanz zu bekommen und alles. Es war unfassbar schön. Jetzt, morgen, kommt auch schon ein neues Horror-Game raus von den Entwicklern von Amnesia. Soma wird das heißen. Und ich hoffe, ihr seid da auch sehr gehypt drauf. Ich bin's auf jeden Fall. Und, oh, guck mal, everyone. Thanks to everyone that has been a part of the development and YouTuber reviewer and to you who believed in us. Oh, ich liebe immer, wenn da sowas steht. Oh. Da kommen jetzt wahrscheinlich alle Namen von dem Kickstarter nochmal. Sehr, sehr schön. Aber am Ende muss man ja trotzdem sagen, ein paar Fragen stehen doch immer noch offen, oder nicht? Ist das vielleicht dieses kleine Ventil, was die sich offen gelassen haben, dass es vielleicht irgendwann ein Franbo 2 geben wird? Falls es das geben sollte, werdet ihr es auf jeden Fall auf meinem Kanal sehen. Und falls ihr euch auf Soma freut und anderen Horror-Games, kann ich es euch sehr wärmstens empfehlen, unbedingt mal ein Abo unten dazulassen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir sind jetzt schon über 25.000 Leute und das ist der Wahnsinn. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit mit diesem ganzen Zeug komme. Und ich freue mich einfach so sehr, dass ich das für euch spielen darf und ihr mir dabei zuschaut. Thank you for playing Frando and thank you for watching. Oh mein Gott, war das ein schönes Spiel. Es war, oh, es hat so viel Spaß. Das Ende hat jetzt nochmal alles so perfekt zusammengerauft. Und ich freue mich einfach so sehr, dass ich das gespielt habe. Es war eine unfassbar schöne Geschichte. Es hat so viel Spaß gemacht. Naja, wenn Kill Monday nochmal was Neues rausbringt, dann werde ich das sehr, sehr wahrscheinlich spielen. Auch wenn es kein Frambo ist, weil die Entwickler haben es doch ziemlich, ziemlich drauf. Und das soll es gewesen sein für dieses wunderschöne Spielchen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis dann, euer Brain, Tüdelü, mit Ü. Kapurr.